Jetzt ist es endlich soweit, Leute. Wir waren 2 Tage lang durchgängig live und jetzt kommt die letzte Lava-Ader. Die Uhr oder die Lava-Uhr tickt jetzt zum Schluss. Kommt jetzt endlich die Hand raus oder nicht? Wir werden es jetzt erfahren. Wir sind wieder komplett live hier. Wir haben 2000 Zuschauer auf allen Plattformen, TikTok, Twitch und YouTube. Absolut insaner Support in den letzten 3 Tagen. Dankeschön. Und natürlich ballern wir in die nächsten Tagen genauso weiter. Na, schön, dass die Hand auftaucht. Wir müssen ja noch dann die Kette kaputt machen. Dann kommen die Teaser für die Season 2. Dann kommt die Season 2 selber mit einem schönen 24-Stunden-Livestream nächsten Donnerstag. Ich hab Bock drauf. Aber erstmal versuchen wir die Show zu genießen, wenn es denn um 18 Uhr passiert. Und Lavaris ist da. Come on. Come on. Ah, es ist Variante Nummer 1 geworden. Der Lavaris ist da. Und jetzt beginnt die letzte Phase. Ah, es ist Variante 1, Leute. Okay, ist das jetzt soweit, Leute? 19 Uhr Timer. Und... Und? Und? Liegt das an Kapselgewiss? Habt ihr eine Hand? Kommt bei euch was? Wir haben jetzt nicht mal Erdbeben! Wir haben nicht mal Erdbeben jetzt, Mann! Was ist das? Fortnite! Gib mir die Hand! Nicht mal ein scheiß Erdbeben! Darauf haben wir 2 Tage lang gewartet, oder was? Nur damit die Kacke am Dampfen ist! Nein. Also wenn es jetzt dampft, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine neue Stufe erreicht. Okay. Rumpelt es im Bus? Ich habe sowieso die ganze Zeit diesen Bug. Oh! Ah! Okay, wenn man jetzt eine Runde startet, kommt da nochmal als Teaser nochmal... Oh mein Gott! Die Explosionen sind noch krasser, noch fetter geworden. Okay, das ist definitiv nochmal eine weitere Stufe, die wir jetzt aktiviert haben. 19 Uhr ist quasi Präfinale. Das ist wirklich das Präfinale jetzt. Also jetzt muss es eigentlich bald passieren, ne? Oh ja. Und aus der Mitte dampft es jetzt, Leute. Okay, das ist safe jetzt. Die Vorstufe, der letzte Countdown. 100 Pro. Also das ist safe jetzt der letzte Countdown, ne? So. Hier kann man auch drinnen stehen bleiben. Dann kriegt man ein schönes Bad und so. Hi, Leute. Ey, wie viele Leute gerade Bock drauf haben, ne? Okay, die Mitte dampft jetzt genauso. Wir stehen so kurz davor, Leute. Ist sehr nice. Alright. Ich hoffe, die machen einfach wirklich weiterhin solche Fantasy-Sachen, wo dann irgendwas Mysteriöses passiert. So Mystery-Sachen, die passen zu Fortnite so gut. Und man merkt doch einfach, wie Bock die Leute drauf haben. So. 6. 5. 4. Es passiert! Es passiert! Wir haben so lange drauf gewartet! Let's go! Da ist er! Der Stonker! Ja, ich fange schon mal an! Ich mache schon mal die erste Arbeit, Leute! Da ist er, gute Boy! Geil! Ah, schön! Lange drauf gewartet! Und jetzt beginnt der Spaß, Leute. Big Health Left. Der riesige Balken. Der... Ja, habe ich fast kaputt, ne? Jetzt heißt es, alle drauf da. Alle Server, alle Zuschauer aus allen Plattformen, Leute. Egal, ob in Gruppenkeile, egal, ob Battle Royale, Zero Build, egal, ob ihr Freunde habt oder keine Freunde habt. Geht in die Runden rein und schießt das Ding an. Kloppt da dringend drauf, wenn ihr in Build seid. Ne, geht mit der Spitzhacke drauf, schießt mit der AR oder was auch immer. Ich gucke erstmal nach, ob mit der Hand alles okay ist. Mhm, mhm. Ein bisschen Lotion darf nicht fehlen, Kronos. Sieht ein bisschen ausgetrocknet aus, Magura. Kann ein bisschen Lotion drauf kommen. Die Kiste ist riesig, ne? Wir haben hier einen fetten Orb. Und hier unten haben wir natürlich auch die Teaser für die Season 2 Skins, ne? Wir haben Zeus. Oh! Ach, jetzt mache ich Schaden. Ah, hier unten müssen wir anschießen. Verstehe, verstehe. Okay, diese Ketten müssen wir unten anschießen. Nicht die oben, die Hauptkette, sondern die hier unten. Und die müssen wir jetzt zerstören. Und hier müssen wir jetzt anschießen. Und ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Habt ihr eine HP-Anzeige?
Okay, also der Damage ist deutlich höher, als wir es jemals in einer Bildrunde oder sonst was machen können, ne? Also es gibt auf jeden Fall einen Damage-Multiplier und was auch immer. In Zero-Build kann ich nur leider von unten nichts ausrichten. Drauf da! Alles draufschmeißen, was ihr habt, Leute. Wir haben eine Menge vor uns. So, gehen wir mal in Battle Royale rein. Ich gehe mal mit der Spitzhacke drauf. Spitzhacke ist am besten 50 plus Swing. Man braucht zumindest keine Munition dafür, ne? Da ist die Hand nochmal von oben. Da ist die gute Griffelchen her. Ich mache gleich auch Runden auf. Ich will nur gucken und testen, ob es in Custom Games was bringt. Weil, was ist, wenn es in Custom nichts bringt und nicht speichert? Dann verschwende ich hier unsere Zeit. Deswegen will ich gerade irgendwie grob raus. Oh, sehe ich da schon einen kleinen schwarzen Strich? Ich glaube, ich sehe einen kleinen schwarzen Strich, Leute. Ich glaube, ich sehe einen kleinen schwarzen Strich. Also Experten muss man auch... ein paar Experten gibt es immer. Attacke! Oh, kann es sein, dass wir so einen schwarzen Vignette-Effekt haben, wenn wir hier draufstehen? Die Ränder sind so dunkel, ne? Die Ränder sind so dunkel. Okay, okay. Ich sehe keine Damage-Zahl. Zumindest nicht, wenn ich hier oben stehe. Also, Schätzer... Ach, da oben. Ach, da oben. Okay. 50 Damage pro Spitzhacke. Man braucht keine Munition und ist eigentlich der leichteste Weg, ne? Lass uns mit 100 Spielern draufgehen. Wir gehen mit 100 Spieler drauf und versuchen jetzt mal in einer Custom Lobby mal alle zusammen da drauf zu schießen. Hier sehen wir diese Glyphen in diesem Orb, sage ich mal, ne, auf dieser Kiste. Und diese Glyphen zeigen uns auch so ein paar der Battle Pass Skins. Zum Beispiel das soll Cerberus sein, ne? Das soll so ein bisschen aussehen wie so ein Wolfshund. Das ist eine davon. Zack, zack, zack. Guck mal, wie wir hier eindreschen. Dann, das ist Medusa, ne, mit dem ganzen Schlangenköpf. Wobei... War das Medusa? Doch, das sollte Medusa gewesen sein. Oder das ist Hades gewesen. Ich glaube, das ist Hades gewesen. Medusa ist recht ähnlich, aber die hat so ein bisschen gezackte Linien. Zack, zack, zack. Das ist Aphrodite, ne? Da ist ein Herz. Und standaktuell gehen wir davon aus, dass das tatsächlich Teaser sind für den Battle Pass, wo wir natürlich die ganzen Skins dann bekommen und erhalten können. Dann haben wir hier Poseidon, den Dreizack. Der nächste wäre, das ist jetzt Medusa, da, ne? Mit den gezackten Linien, sieht aus wie so ein Schlangenkopf. 8 unterschiedliche Glyphen bzw. Sternzeichen, 8 unterschiedliche Skins, passend für natürlich den Battle Pass, ne? Vielleicht aber kommt noch eine Kooperationsskins rein. Bogen könnte für Apollo gelten, aber gefühlt haben in der griechischen Mythologie alle einen Bogen benutzt. Ne? Da gibt es so einige Charaktere. Batz, 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 weiter! Das ist Ares, das sieht aus wie so ein Kriegerhelm, ne? Bzw. Spartaner. Es sind schon mal so ein paar Teaser, genauso wie natürlich die Bilder hier drauf, ne? Da ist Ares selber, da unten ist Zeus. Während hier die ganzen Sten und Seneca hier fleißig draufhacken, da ist Hades und hier ist Cerberus, der dreiköpfige Hund. Sehr, sehr coole Kiste auf jeden Fall, auch riesig, ne? Und ihr, wenn ihr wissen wollt, was passiert, was, wenn wir das Ding jetzt aufmachen, das zeige ich euch natürlich auch schon mal in diesem Video, Leute. Während wir hier weiter schuften. So, schön und gut, die Hand ist da, Leute. Und wir klatschen jetzt da drauf. Was können wir jetzt erwarten? Es gibt mehrere Ketten, die wir jetzt sprengen müssen. Ne? Und die haben alle Milliarden von Abermilliarden HP. Insgesamt 50 Billionen. Also insane viel Schaden, aber es sind gerade über 4 Millionen oder 5 Millionen Leute in Fortnite drinne. Und die machen krass Schaden. Was passiert als nächstes, wenn das zu Ende ist? Ist natürlich auch schon alles bekannt, wenn ihr euch nicht spoilern wollt. Wir wissen, dass wir, wenn ihr die Pandoras Box öffnen, kriegen wir eine arschgeile Animation, die ich jetzt ins YouTube-Video einblende, wo eine riesen fette Flammensäule auftaucht, wo dann natürlich alles Üble auf dieser Welt auf Fortnite ausgelassen wird. Nun, in Fortnite ist es tatsächlich nur Tornados, Erdbeben und Gewitter, also unsere Wettereffekte aus Chapter 3. Da kommt also eine Menge Wettereffekte auf uns zu und natürlich kommt auch die griechische Mythologie und die Götter auf die Welt, sprich Hades, Zeus, die kommen da auch raus und dann machen wir natürlich den Übergang zur Season 2, die am 8. März startet und dort natürlich rübergeht und dort dann natürlich der Rest passiert. Und dann hoffentlich drehen die ganze Geschichte auf und so weiter. In guten alten Zeiten, wie in Chapter 1, steht die gesamte Community, tausende von Abertausenden von Zuschauern, gerade in allen möglichen Runden verteilt. Leider haben wir keine Spielwiese, aber diese Kette bricht noch am nächsten Tag, Leute. Das wird noch Sonntag auseinanderfallen. Ne, das wird unser Brecher. Da gehen wir jetzt drauf. Und solltet ihr dieses Video sehen,
YouTube, ich brauche jeden einzelnen Zuschauer. Geht in die Runden rein. Am besten Gruppenkeile. Dort respawnt ihr. Verballert eure Munition. Das ist bisher der schnellste Weg tatsächlich, wenn ihr einfach nur Munition, AR-Munition verbraucht und dann draufschießt. Und das Ganze wiederholt und wiederholt. Nach ein paar Runden schwenkt wohl die Zone irgendwann zu der Hand rum, sodass die finale Zone bei Gruppenkeile immer bei der Hand ist. Und ich habe ein Dreier gesteckt, Lava! What? Was? Was? Lol. Hä? Random. Clip das! Da immer. Ich hab drei gesteckte Lama. Ich hab drei gesteckte Lama! Streamer Clip. Alter, das ist wie ein Jackpot im Lotto. Das sehe ich zum ersten Mal. Aber der sagt, ach, das passiert immer. Ich sehe das zum ersten Mal. Gut, nehmen wir auch mit ins Video. Das passiert. Das ist genau in der Mitte der Map. Das ist mir schon wieder fünfmal passiert. Ja, auf der Mitte der Map, da taucht eh alles auf. Münzen, Radar und was auch immer. Munition. Ach stimmt, die Lamas geben ja super viel Munition. Let's go. Hast ja recht. Das sehe ich auch das erste Mal zum Kollegen Schnürschuh. Nee. Ich spiele ja öfters als du. Ja, okay. So, machen wir von oben nach unten. Ein Lama nach dem anderen. Jeder kommt dran. Und daraus kriegen wir eine Menge Munition. Schön aufteilen. Nicht alles auf einmal, meine Kinder. Nicht alles auf einmal. Toll, ich habe kaum was abbekommen. Ich hoffe, ihr habt genug. Reihe weiter zur Hand. Lass uns das Ding kaputt schießen, Leute. Absolut insaner Support, Leute. Vom tiefsten Herzen. YouTube bedanke ich mich natürlich bei diesem Video. Auch an den krassen Support. Und ich hoffe, ihr macht die nächsten Tage mit mir komplett mit. Ne, wie gesagt, wir haben noch den 24-Stunden-Stream, noch Teaser, die nächste Woche kommen, werden wir alles streamen. Ich hab Bock drauf. Wir machen jetzt uns an die Arbeit und zerstören diese Hand. Und ihr checkt vielleicht das Video auf der rechten Seite aus, um mal 10 Dinge reinzugucken, die in Fortnite Season 2 reinkommen sollten. Checkt das Video aus, Like-Button, wenn ihr euch jetzt schon freut, guckt euch das an. Wir haben schon 3 oder 4% kaputt.